Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Big Adventure. Ja, beim letzten Mal haben wir den Pass auf den Hamalahi Mountains gestürmt, um endlich zur Nordhalbkugel durchzukommen. Und dann sind wir noch ein bisschen Snowboard gefahren, haben uns entspannt und dann haben wir uns das örtliche Hasidorf angesehen. Und dieses Hasidorf wird anscheinend von mutierten Monstern geplagt. Oh cool, noch ein Schneemann. Oh Gott. Nee. Und uns wurde gesagt, dass diese Monster aus dieser Fabrik stammen, die sich hier in diesem eingezäunten Gelände befindet. Zumindest glaube ich, dass sie sich hier befindet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall wurde uns gesagt, wir sollen durch den Geheimgang gehen. Deshalb nehme ich mal an, dass die hier sind. Seht ihr, hier, das ist das perfekte Beispiel dafür, wie gut der rote Ball ist. Für Soldaten, für normale Soldaten, brauchen wir nur noch 2 Treffer. Hallo, du Deko. Guten Tag. Von diesem Depot aus wird Material zur anderen Halbkugel geschickt. Es wird dazu eine Kapsel benutzt, die aus der Zeit der früheren Metro stammt. Ich habe beim Bau mitgewirkt, aber ich warte seit fast 2 Jahren auf eine Fähre. 2 Jahre. Vielleicht solltest du dir einen anderen Weg zurücksuchen, wenn du 2 Jahre schon auf eine Fähre wartest. Okay, dann ist das hier noch nicht die Fabrik. Ah, geh weg. Ich kann den hier auch nicht mit meinen... Aber nicht ins Wasser. Oh Gott. Den roten hier kann ich halt auch noch nicht mit meinen Schlägen verletzen. Weil meine Kraftstufe dafür noch nicht hoch genug ist. Und jetzt haben wir ihn abgehängt. Ja, wir haben ihn abgehängt. Okay. Nun gut. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das hier jetzt wirklich die Fabrik ist oder die Metrostation. Ich glaube, es ist erst die Metrostation, von der er erzählt hat. Oh Gott, nein. Was? Ich habe kein Leben mehr? Nur gut, ein Kleeblatt verloren. 4 haben wir noch. Dann versuchen wir mal auf andere Art und Weise oder auf bessere Art und Weise diesen roten Klon zu besiegen. Aber erstmal muss... Nein, du greifst uns nicht an. Geht doch. Ja, anscheinend, wenn ich sportlich bin, dann werfe ich schneller. Habe ich zumindest den Eindruck. Lass uns in Ruhe. Geh zurück zu deinem Posten. Braver Deko. Lass dich treffen. Böser Deko. Oh nein. Geh weg. Nein. Geh. Genau, jetzt geh zurück und dann können wir dich vielleicht treffen. Nein, nicht. Das ist doof. Ich kann ihn nicht sehen. Jetzt kann ich ihn sehen. Dann kann ich ihn da auch treffen. Okay. Ein Treffer noch und dann Rückzug. Das ist keine Flucht, das nennt sich taktischer Rückzug. Denn ich möchte nicht noch einmal sterben. So, und jetzt... Den kümmert das gar nicht. Na gut. So, dann machen wir nochmal die gleiche Taktik, bis wir ihn besiegt haben. Und da haben wir es geschafft. Er hat uns einen Schlüssel fallen gelassen für dieses Tor hier, das er bewacht hat. Aber bevor wir da reingehen, untersuche ich nochmal kurz die Fässer, die hier rumstehen. Denn vielleicht finden wir das ein oder andere Nützliche darin, aber irgendwie ist da überhaupt nichts drin. Na gut, dann ist da eben überhaupt nichts drin. Pech gehabt. Was ist drüben? Also hier drüben? Nichts. Ein Zaun. Und vielleicht da unten noch was? Man weiß ja nie. Noch ein Zaun. Na gut. Dann lassen wir den Zaun Zaun sein und das Eis Eis und gehen mal wieder rein, weil es wird ja auch ein bisschen kalt so hier über die Zeit. Wir haben zwar eine schöne warme Tunika an, aber... Oh, hallo. Wer bist du denn? Guten Tag. Ja, ich weiß. Sie wollen auch, dass ich die Kapsel für Sie in Gang setze. Stellen Sie sich davor, ich mach's. Okay, danke schön. Nein. Ja, ich weiß. Nein. Okay, dann ist das hier wirklich die Kapsel, die zur Nordhalbkugel führt. Diese da unten. Aber erstmal möchte ich noch etwas anderes machen. Was machen Sie da? Das hier ist wie in einem Hotel. Vorhin habe ich sogar einen Kobold erwischt. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Offiziell gibt's das nicht. Tja, Kobolde sind halt nur Fabelwesen, ne? Aber, vielleicht... Nein, das hat mir gerade schon. Ich kann dir mal die blaue... Lass mich in Ruhe. Die blaue Karte zeigen, das zeigt ja auch, dass ich ein Mitglied der Kobolde bin. Nicht? Na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir mal weiter hier hoch und gucken uns an... Was machen Sie? Ja, lass uns in Ruhe.
Hier ist eine Beamzelle. Und da unten ist ein Typ, der drückt drauf. Und das werde ich jetzt auch mal geschehen lassen. Ja, ja, komm. Wirf mich ins Gefängnis. Mach schon, hinne. Denn dann treffe ich eine bestimmte Person. Nämlich den Kobold, von dem der eine Typ gerade schon geredet hat. Aua. Das sieht schmerzhaft aus. Hatte der vorher schon das blaue Auge? Na egal. Da drüben seht ihr ihn mit der blauen Mütze. Diesmal ist er nicht grün, sondern blau. Jetzt ist bloß die Frage, wie ich hier raus... Ach so, genau. Wir warten erstmal, bis dieser Typ da kommt, um uns irgendwie zu inspizieren oder so. Na komm her. Ich tu dir auch nichts. Nein. Sehe ich so brutal aus. Hallo. Wie geht's dir? Wie wär's mit Schmerz? Wow, das geht schnell. Gut. Haben wir einen Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel befreien wir dann hier unseren Elfenfreund oder unseren Koboldfreund. Hey, hol mich hier raus. Schnell, finde einen Schlüssel. Ich hab den Schlüssel gerade schon benutzt. Guck mal. Ich bin Raymond der Kobold. Zum Dank werde ich dir den Standort des Sees klares Wasser zeigen. Toll. Er befindet sich nordwestlich von hier. Im Himalai. Wusste ich schon. Schau auf deinen Holomap. Spielst du dort Flöte, findest du einen wichtigen Teil der Prophezeiung. Und in einer Höhle in der Nähe des Tempels von Bü kannst du einen meiner Kollegen antreffen. Er kann dir eine blaue Karte besorgen. Danke, aber die blaue Karte habe ich schon. Hier. Was? Ach so. Ich habe mich gerade gewundert, wo mein ganzes Zeug hin ist. Aber das befindet sich in diesem Schrank. Du hast soeben alle Gegenstände wieder... Yay. So, du rennst jetzt nicht weg. Ich möchte dir die blaue Karte zeigen. Komm hier. Weil ich habe nämlich schon mit deinem Kollegen, dem Joey, geredet. Wait, und der gibt uns ein Kleeblatt. Ich wollte es eigentlich noch benutzen. Verdammt. Um mich zu heilen. Ach nee, ich bin ja geheilt. Okay. Glück gehabt. Guten Tag. Hast du noch was zu sagen? Ich bin Raymond. Ach so, na gut. Also. Aber zumindest hat er uns den Hinweis gegeben, dass wir mit unserer Flöte... Ja, der Deko ist weg. Gut, dann können wir wahrscheinlich direkt da rein. Okay, nicht von hier, dann von der anderen Seite. Er hat uns den Hinweis gegeben, dass wir mit unserer Flöte zum klaren Wasser kommen. Und das werden wir uns merken. Das brauchen wir später noch. Aber bevor wir da hinkommen... gucken wir jetzt erstmal eine Zwischensequenz an. Also, wenn das die Wagen der Metro sind, nicht schlecht. Und wir fahren durch das Himalaya-Gebirge durch. Yay! Okay, ich glaube... Oh Gott. Oh, und das ist auch noch einer. Der hat nur einen Knüppel gehabt, aber ich möchte mich trotzdem nicht treffen lassen. Der hätte fast da drauf gedrückt und ich glaube, wir sind jetzt sogar in der Fabrik, die wir zerstören sollen. Oder die Eier zumindest zerstören sollen. Ey, was war das? Komm her. Der geht mir zu schnell. Nein. Deswegen möchte ich mich nicht von roten Klonen angreifen lassen, weil die einfach... Also zumindest diese hier extrem viel Schaden machen und schnell hintereinander angreifen können. Also rote Klone, mit denen ist nicht zu scherzen. Ja, mal gucken. Ah, aber hier ist wieder die coole Musik vom Himalaya Mountain. Hört gut zu. Ich mag sie. Aber deswegen sind wir nicht hier, weil wir schöne Musik hören wollen, sondern... Wow. Deswegen. Riesenkrabben. Aber mutierte Monster, die hier gefertigt werden. Ja, du siehst ja, wie streng geheim die ist. Die Hasis wussten sogar davon. Komm, stirb. Und das ist schon ein wenig, ja, seltsam. Also einmal haben wir hier die Krabbe, die... Mach ich die kaputt? Ich möchte die kaputt machen. Dann haben wir da jede Menge... Einzelteile, die sich auch schon bewegen. Was irgendwie... Ja, nicht so... toll ist. Also... ich will gar nicht wissen, was noch weiter in der Fabrik sich befindet, was wir so noch finden werden. Na komm. Das müssen wir auch noch kaputt machen. Na! Twinsen! Wirf den Ball richtig. Danke. Wunderbar. Dann haben wir hier schon mal diese komischen Viecher zerstört. Da geht's rein. Na, gucken wir mal, was da ist. Jetzt schon wieder raus. Ich gehe erstmal da... Nein, ich möchte erstmal runter.
Denn da unten war auch noch was. Also man merkt, die Gebiete werden jetzt schon ein kleines bisschen größer. Hilfe. Also gut, der Bühtempel war natürlich... Oh nein, 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 nein. Guckt euch an, wie viel Schaden der macht. Hallo? Lass mich in Ruhe, du... Klon. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Oh nein, 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 nein. Puh. Guckt euch an, wie wenig Leben ich habe. Nur weil mich dieser Klon angegriffen hat. Nein, ich benutze ein Kleeblatt. Weil wenn ich sterbe, dann erscheint der Klon wahrscheinlich nochmal. Da habe ich keine Lust drauf. Wir haben ja genug Kleeblätter, so ist es ja nicht. Uah. Nein, aber ich meine, die Anlagen von Funfrock hier, die sind jetzt schon ein bisschen größer als das, was wir bisher gesehen haben. Ein bisschen weitläufiger und so. Lass mich in Ruhe. Du bist nur... Nein, du bist nur ein grüner oder gelber, ich weiß nicht genau. Ja, du triffst uns aber trotzdem zu oft. So, und jetzt... Nein, ich würde ihn gerne im Nahkampf besiegen, aber irgendwie bin ich gerade zu blöd dafür. Deswegen versuchen wir das doch mal mit unserem magischen Ball. Was zum... Wow. Seltsamartig zu drehen, aber gut. Es ist halt ein Klon, der uns schon wieder angreift. Ey, lass mich in Ruhe, du blöder Klon. Roboterklon. So, jetzt aber. Komm schon. Nochmal. Warum dreht... Oh, komm schon. Ich möchte dich doch nur besiegen. Ist so schwer zu verstehen. Dankeschön. Der hat uns schon wieder die Hälfte der Lebensenergie abgezogen. Mal gucken. Ja, jetzt kommen wir hier unten raus. Ich weiß nicht mehr genau, wo was ist hier auf dieser Anlage. Das ist natürlich ein wenig unvorteilhaft. Aber egal, wir werden es herausfinden. Gucken wir uns einfach mal um. Oh, die Kapsel sieht ein bisschen kaputt aus. Guten Tag. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Tut mir leid. Dann lass ich dich halt in Ruhe an deiner langweiligen Kapsel arbeiten. Mädchen. So. Schon wieder ein roter Klon. Oh Gott. Geh weg. So, jetzt greift er mich natürlich an. Nein, doch nicht, hä? Na gut, dann können wir ihn von hier aus bequem erledigen. Immerhin etwas. Und ein Herz. Das kann ich gut gebrauchen. Aber ich sehe schon, ich bin hier unten anscheinend doch falsch. Ich dachte, ich müsste hier lang. Ich dachte eigentlich, ich wäre hier auch in der Fabrik. Oder bin ich es? Ich weiß es nicht genau. Der eine hat ja auch gesagt, dass das hier eine streng geheime Fabrik ist, der bei den komischen Krabben, die unfertig waren und sehr seltsam aussahen. Na gut, ich gehe erstmal die Treppe hier hoch. Vielleicht finden wir da ja noch was. Die Fässer lasse ich mal in Ruhe. Nur die Büste von Funfrock. Kann ich hier drüber springen? Weil dann war ich da ja anscheinend doch richtig. Denn ich muss anscheinend da einen Schalter aktivieren. Da oben, wo der Quetschdoktor stand. Oder einfach der Quetschklon. Um diese Türen hier zu öffnen. Damit ich da raus kann. Kann ich hier vielleicht rüber irgendwie? Wenn ich auf die Kisten springe? Das wäre sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber... Na gut. Dann müssen wir hier nochmal vorbei. Und dann sind natürlich die Klone wieder da. Ja, wie sollte es anders sein? Aber, na, an dem renne ich jetzt einfach vorbei. Das ist mir egal.